Oder steht da nicht? Weil es steht immer unten. Das muss im Materiallager rechts. Sein. Aha. Roggenkorn muss im Materiallager sein. Jupp. Ich dann nehm's mal mit. Dahin. Jupp, der Rest ist okay. Perfekt. Ich hab 30 Eier, die pack ich jetzt rein. Oh, ich kann nicht mal eine Fackel machen, scheiß drauf. Fleisch und Co. Warte mal. Was macht der andere Typ hier? Was macht der Koch? Was genau tut der Koch produzieren? Kohlsuppe, perfekt. Warum habe ich Metflasche dabei? Ein Stück habe ich mitgehen lassen? Irgendwo wahrscheinlich schon. Fleisch. Ich habe auch Weizenkörner im Inventar. Interessant. Ja, du hast ganz vieles im Inventar. Wollen wir pennen? Ja, die könnte ich eigentlich jetzt, ich will raus. So, jetzt. Ja, von mir aus schon. Okay. Will you marry me? Ich will doch nur. Ach, so kann ich pennen. Ach, danke so sehr. Alle anderen sind weg, nur wir sind hier. Ich brenne im Feuer. Oh mein Gott. Wollen wir in die Mine gehen? Du, ich kann jetzt eigentlich ansehen. Das, was ich im Moment da habe. Nee, lass den Typen ansehen. Ansehen. Oh, okay. Ich habe ja eingestellt, dass er das. Hallo, Till. Wir sind Grafen. Was willst du hier ansehen? Hallo? Du, ich bin schon mein ganzes Leben lang ein Graf, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber trotzdem, du machst die Arbeit selbst? Hallo? Hä? Till? Bist du noch ganz bei Trost? Immer. Also, heutzutage haben wir Mitarbeiter für das. Ich dürfe nicht Sklaven sagen, das sind Mitarbeiter. Ja, sag mal, 4 Stück Fleisch gefuttert. Also, Till, komm mal mit mir mit. Ich muss erst mal gewichtlos werden. Okay, ich muss was futtern. Warum habe ich 7 Holzstämme dabei? Naja, kann ja mal passieren. Ah, ich habe nichts zu essen. Wenn wir schon irgendwo hingehen, dann will ich auch ein bisschen ballastlos werden. Wirken. Warum habe ich Holzteller dabei? Warum? Pack die in das Materiallager. Ja, bin dabei. 49 Feder, das brauche ich doch auch nicht. Und eine Metflasche kann mir auch gestohlen bleiben. So, sonst gebe ich noch ein paar Sachen ins Materiallager schmeiß, Futterlager, genau. Ach, das muss wieder ins. So, das kann mir gekackt sein. Ah, ich hab. Das hier auch weg. Fliegenpilz von mir aus auch weg, das hier auch weg. Materiallager, das hier, Hose, Johannes gerade auch. Okay, das kann ja auch also, hier so. Sobald du bereit bist, kannst du mir sagen. Tollkirschen, Dingens, ist hier noch das Materiallager, der ganze Rest noch. Und dann, ich glaube, dann bin ich ready. Entschuldigung, mal kurz bitte sehr, hallo hier. Danke sehr. Binsenkraut geht auch noch rein, die Hürde bereit. Warum schwebst du über die Kiste, über der Kiste? Weil ich das kann. I'm thirsty. Ja, und wenn du wenn du durstig bist, scheiß drauf. Was geht's da? Damn it! Warum haben wir immer so einen Quatsch im Inventar? Ist zwar. Goodbye. Tschüss. Macht zwar fast nichts, aber hey. Jetzt habe ich mal nach Gewicht sortiert. Steinspitzhacke, Holzhacke, Holzschaufel.
gut, der Rucksack ist egal, der Rest ist also billig. Okay, jetzt bin ich noch 10. Jetzt bin ich noch 10, bei 10 Kilo von 50. Gut, bist du bereit? Passt also. Ready? Ich bin bereit, jederzeit. Gut, komm mit. Kommen Sie bitte mit. Jo. Ja, wo? Brauchen wir irgendwelche spezielle Werkzeuge? Nee, das können wir alles als Materiallager nehmen. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Bald, Till, bald. Bald sind wir nicht mehr so arme Schweine. Aber Schweine sind wir immer, oder? Immerhin die Konstante will ich bei mir haben. Ja, eine Konstante ist wichtig im Leben. Junge, was hast du für ein Problem mit Rennen? Ich bin auch schon Mitte 70! Hallo? Ich renne nicht mal, ne? Oh, jetzt aber ja. Guck mal, das hier ist meine Raucherlunge. Haha, ich bin schneller wie du. Ich packe ihn dir rum. Ah! Oh, alles aber, ich backe noch mehr. Oh. Wir backen hier ineinander. Ah! Ey, nicht so schnell, Junge. Wenn ich das anhöre zu zwei Rentner. Hast du auch ein bisschen gebackt? Nein. Einfach so zwei Rentner, die nur rumstöhnen, weil sie so keine Ausdauer haben. So etwa, ne? Ja. Ja, das muss man auch können, ne? Das soll man auch immer können. Schön. Einfach nur schön, was hier wieder. Tschüss, Vögel! Warum sind die gerade auf dem Fluss? Die kann man ja schießen. Muss man nicht verstehen. Nee, die sind gerade auf dem. Die waren gerade über den Fluss. Eigentlich fliegen. Die haben gerade auf dem Fluss geflogen. Sie sind auf dem Fluss geflogen, egal. Warum? Bist du jetzt duschen gegangen? Kopf baden oder so? Ich bin am Tauchen. Ach, ich dachte, du bist am Rauchen. Ich dachte, ja, du hast gesagt Rauchen, das ist auch komisch. Tauchen. Unter Wasser rauchen. Ah, unter Wasser rauchen, wie willst du das dir vorstellen? Ich weiß nicht, man kann sagen, sehr viele Sachen machen. Ja, außer mit einem U-Boot zur Titanic gehen. Das sollte man lassen. Ja gut, da hat man vielleicht nicht gerade viel Energie reingesteckt bezüglich Investitionen, ne? Also, naja, egal. Yeah. Also, was da ans Tageslicht gekommen ist, holy. Also, ich meine, Preise sind ja eine Sache, ne? Aber man kann es ja auch relativ in einem günstigen Rahmen halten und dann trotzdem die Absicherungen machen, aber naja. Ja. Man kann es auch total kacke machen. Okay. Wo ich hin soll? Jetzt bist du 120 Meter weiter weg. Was machst du nur? Ich spiel Verstecken. Ich komm mich dann holen, in 50 Jahren. Dann bist du alle verrottet, ne? Und wir beide eigentlich grundsätzlich. Weißt du, so irgendwie, ja, ich hab vor 50 Jahren mal ein Versteckspiel angefangen. Ich weiß schon gar nicht mehr mit wem, aber ich behalte den Rekord fürs längste Versteckspiel der Welt. Oh Gott, ich weiß schon, was du während deiner Rente tun wirst. Ja, ich such das Essen im Kühlschrank. Oh, wie es der Zufall will, sind noch zwei Steinspitzhacken in der Truhe drin. Ach, wie schön. Was ist das für ein Zufall? Nimm die Steinspitzhacke da. Rüste sie aus. Habe ich eh schon meine alte, dann habe ich eine neue. Okay, gut, perfekt. Dann folgen Sie mir bitte. Alles abbauen. Was du nur finden kannst an Adern. Das ist Coole dunkel, ist, die Adern kommen jede Jahreszeit neu wieder. Hier ist ein bisschen dunkel, ich sehe gar nichts. Ja. Sinnader, interessant. Ich hole eine Fackel. Ja, ich auch gleich.
Vielleicht müssen wir eine bauen, aber da bräuchte ich wieder mal Stroh. Und haben wir überhaupt jemand, der Stroh bei uns holt? Nee, aber wir haben hier drin Stroh. Hey, hasta la vista, Baby. Hast du was gesagt? Nein, nein, nein. Nö, nichts Besonderes. Ich hab Nepp, warte, den Koffer. Guck mal, Till. Was? Guck mal. Wo bist du? Ich bin am Arbeiten. Guck mal. Warum kann ich die Fackel nicht? Danke sehr. Was? Oh ja, Haben Sie ein Problem, Mister? Oh ja, Simulantitis heißt das, ne? Simulant. Na, immer diese Spinner. Oh Mann. Ja. Salz. Also, Spinner gibt's überall, ne? Muss man gar nicht mal so einfach gesagt haben. Ich muss sagen, seitdem ich selber Auto fahre, sehe ich immer weniger Spinner. Früher, als ich noch so mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs war, habe ich halt immer solche Bahnhofhänger gesehen. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du auch so gemerkt, seitdem du nicht mehr den öffentlichen Verkehrsmitteln nimmst, dass du eigentlich nicht mehr so viele Spinner siehst? Direkt? Doch, in den Autos. Ja, abgesehen davon. Die können ja nichts dafür. Ja. Da gibt's genügend, die doof gucken und ich guck da auch doof zurück, nur das Problem ist, ich trage zu viel. Nein, nur das Ding ist halt eben, ja, ich kann das Auto dann halt sagen, Junge, fahr selbst, dann kann ich länger gucken als sie und dann haben sie geschissen. Machst du auf der Autobahn, wer schnell länger gucken kann, oder was? Auch schon gemacht. Ja, aber ich muss sagen, mit dem neuesten Update, das, also die Marke T, sag ich mal, machen musste, ist ja nicht gerade so rosig. Die mussten seit 2024 die Aufmerksamkeitsspanne verschärfen. Es gibt jetzt, blöd gesagt, wenn du innerhalb von in einer Woche fünfmal die Richtlinien, sage ich mal, der Aufmerksamkeit missachtest, beziehungsweise halt das Auto dir die Dingens wegnehmen muss. Ah, die Meldung, die du mir mal gezeigt hast, wenn du zum Beispiel 10 Sekunden nicht mehr am Lenkrad warst oder so. Ja, genau. Dann wird das für eine Woche entzogen. Das... Oh, shit. Jetzt bin ich zu schwer. Toll. Lass die Steine liegen. Ja, na, du alter Sack. Wo geht's hier raus? Folgen Sie dem Licht. Ach, da gesehen. Okay. Ja, und eben mit den Verschärfungen seit 2024 wurde es schlimmer. Also, ich sag mal so, als ich das Auto gekauft habe, konnte das Auto noch ohne Einwilligung selber Spuren wechseln. Falls es gemerkt hat, Junge, da vorne ist eben einer zu langsam, hat automatisch Spur gewechselt, ohne irgendwas anzugeben. Und dann wurde es immer mehr verschärft. Also da musste man das Auto so gesehen selber noch blinken. Also musste den Indikator setzen, ne, dass man zum Überholen ansetzen sollte. Und das ist halt irgendwie, ja, es wird immer mehr der ganze Quatsch halt degradiert und immer schlimmer gemacht, aber hey. Ist ja auf Druck der EU auch, oder? Jo, genau, also es ist nur wegen dem, die Software wird eigentlich immer schlimmer. Hallo Pascal, guten Abend, wie geht's denn dir so wunderschön? Um 23:10 Uhr. Ja, vielleicht mal kurz vom Pennen gehen und kurz auf YouTube rumgedügelt und den ganzen Kollegen hier mich gefunden irgendwie. Ja, auch schon speziell. So. Hier aber jetzt mal durchpesen. Ja, das heißt eigentlich, die Software auf Auto und Co., die wird eigentlich immer auf Druck der Gesetzlage immer schlimmer. Ist irgendwie leider so. Ja. Aber was soll's, es ist halt leider EU. Da kannst du nichts machen. Jupp.
Das wird zum Glück sind wir selbst.